Taschte. Und dann heißt es Regnerisch. Ficken in Mainz. Und dann sage ich mal 3, 2, 1. Und damit sage ich Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur Race 07 Weltmeisterschaft Runde 17 aus Portimão. Und mit mir, ja, mir hat man gesagt, das muss man aussprechen wie eine Katze, wo man drauf tritt. Und mit mir dabei ist natürlich, bin heute leider angeschlagen, deswegen hört man mich so beschissen. Mit mir dabei ist natürlich Joker. Hallo! Der Kenny. Hallo! Der Jake. Hallo! Und der Valmo. Hallo! Namens Der Geburtstagskarte frisst frischen. natürlich, ganz toll. Nom Sehr nom. schön, Ja, ich ist sehr fahre dann gleich mal als professionell. erster Danke. raus. Oh Scheiße, hab vergessen, Fahrzeug-Setup einstellen. Na, scheiß drauf. Machen wir dann fürs Rennen. Fährt doch mal so rein in die Box, hallo. Ne, jetzt ist zu Ich spät. Wenn war du noch jetzt nicht auf Beendet draußen. drückt, dann Hallo. warst du schon Fährt wieder. einfach in die Nachbarbox. Hallo. Ich mach mal. Hallo. Hallo. Hallo, ist da jemand? Oh, Hast du Safety die Safety Car, hallo. gehalten? So, jetzt aber mal ernsthaft. Ah, hier, ernsthaft. Hier, ernst hier. Ah, Algarve. Portugal. Rennen Nummer 16. Der Cristiano Ronaldo 16? zu Hause. War 16 nicht 17? 17, Entschuldigung, Ich wollte 17. gerade sagen, hätte ich mich jetzt versprochen vorhin? Nee, 17. Ah, Jake hätte ich anders begrüßen müssen. Jake natürlich seit dem letzten Rennen der Titelträger. Wenn man das erwähnen kann. Champions Da. Universe! Ich bin kein Hosenträger. Wovon spricht der Mann? Ja, ein Portimão, eine schöne Strecke. Mir hat tatsächlich, ich hatte eine Arbeitskollegin, die war Brasilianerin und die hat gesagt, das muss ich aussprechen. Das Portimão, wie wenn ich einer Katze auf den Schwanz trete, tu. Portimão. So hört sich das an in Wo Brasilianisch. hörst du dich an, wenn du auf eine Katze trittst? Machst du dann solche Geräusche, Party? Es tritt dir auf den Schwanz, Portimão. Katze so, du hast doch wohl einen Vogel. Was spielst du eigentlich? Trittst du mich? Die Katze zu mieten. Ich hatte früher so einen alten Klingelton. So eine kreischende Katze. Eww! Ja, scheiß Katzenvieh. Ui. Das Spiel dabei ist nochmal kurz in Landwirtschaftssimulator. Das fällt. Das ist vielleicht das falsche Auto dafür. Obwohl es ja von der Farbkombination so ein bisschen von einem Mähdrescher, also zumindest. Du bist immer vorne, aber noch was dran schraube. Ja, aber die Farben, also ich hatte früher einen Mähdrescher als Kind so zum Spielen, der hatte ähnliche Farben, außer die Ach, war das so? Zielflagge drauf. Ja, das Naja, also zum Spielen. Alter, es ist 7:30 und mein Nachbar fängt an zu bohren, oder? Das ist doch Mehl, weißt du? Den Fisch durch. Oh Gott. Oh Gott, das war klar, weil ich muss leider, kann ich nicht so schön lachen wie sonst, sonst huste ich alles voll. Das ist so scheiße. Wir haben noch keinen Vergleich. Vektorzeiten irgendwie. Oder bin ich der Einzige, der keinen sieht? Ich muss nachher auf jeden Fall zu Rennbeginn später mal das Setup noch schnell einstellen. Wir haben ja auch eine Strecke, die hier um die 2 Minuten pro Runde. Eine sehr schöne Strecke, finde ich. Eine Formel 1 taugliche Strecke. Ist denen viel zu schwer. War die Antwort, oder? Das ist echt Kenny. Rübsen in der Aufnahme. Naja, letztes Mal hatte der Joker ja richtige Blähungen in Österreich. Da hat er frische Wind 43 gegeben. War die erste Sektorzeit vom Weißland. Oder 41,3. War das etwas irritiert gewesen von der Anzeige, die mir da. Ja, ist immer noch keine. Gut, ist. Ne, 42,3 und wäre damit. Momentan. Schnellster. Von allen bisher gefahrenen Sektorzeiten. Ja, wenn die anderen nicht fahren, werde ich Fünfter nach. Nee, die sind unterwegs, aber halt noch nicht fertig mit der Runde. Momentan bist du da der, 2 Minuten, der schnellste. 1.18.9. 2. Da gucke ich jetzt nicht vergleichsweise nach, weil das wird mir jetzt zu blöd, das auszurechnen. Finish Line. Und dann 202998. Ah ja, okay.
Bereiche. Ja, etwas von allein weiß. Gesagt, ja, also. Die Zielgerade ist ja lang. Also bis da mal die Zeit fertig ist, aber es sieht ganz gut aus eigentlich. Oh, momentan. Scheiße, nicht unter 2 Minuten geblieben, schade. 2:1, aber oh, ich bin mal schnellst, aber Kai saugfahrisch. Okay, ich bin aber mal schnell weg. So ist nicht. Ich dachte, ja, ist das jetzt Skispringmäßig. Ja, Valvo. Ist richtig. Bin ich dran? Valvo. Valvo ist dran. Bin ich dran? Nein! Alter, schneller wie Jörg Müller. Okay, ich glaube, das Setup behalte ich. Das war dann wohl doch nicht so schlecht. Ich glaube, da brauche ich dann nichts mehr dran rumbaschte. Ja, Mann. Da ist der Hase. Ich hoffe, es klappt alles ganz gut. Ich habe einen neuen Controller. Mr. Controller? Was hast du, Valvo? Dann hört einen neuen Controller. Hat der alte auch den Geistoff gegeben, der Xbox-Controller, der alte? Ja, der hat er immer so rübergezogen in eine Richtung. Und du jetzt habe ich einen kabellosen. Naja, das Einstellen war ein bisschen chaotisch. Wir hatten da so ein kleines Testrennen oder ein paar. Also aber jetzt hast du es ja recht eingestellt, oder? Hat und zieht dann irgendwie voll rüber oder zieht gar nicht. Ach du Scheiße, die muss man einstellen noch, diese kabellosen Dinge. Ach du lieber Himmel. Warum hat deiner rübergezogen? Ich habe mit meinen Xbox-Controller noch nie Probleme gehabt. Das hat schon so alt und abgeranzt gewesen. Ach, das war das der mit dem einen Loch im Stick? Ja, genau. Den hatten wir ja auch noch bei dem Crash-Ding mit dem Maldonado und dem Sutil verwendet, oder? Ja. Das Loch war ja nicht so schlimm, aber eben, dass der dann einfach immer rübergezogen hat. Ja, ich sag mal so, du hast ja eine relativ harte Lenkung. Das sieht man ja jedes Mal, wenn das Licht an- und ausgeht. Mhm. Und was hat man das gesehen? Jetzt nicht mehr. Licht hast du nicht eingestellt. Echt? Er hat doch gerade geblinkt. Er hat doch gerade geblinkt. Will ich ja hoffen, sonst müsste ich neu starten. Erstmal ein bisschen flügen hier. Was ist in der Richtung? Ja, ist ja die Aufwärmrunde. Hier ist der linke Stick auf dem Arsch. Was, Jocke? Bei mir ist das auch, dass es zur einer Seite immer rüberzieht, sobald ich irgendwie den linken Stick so ein bisschen. Dass er nicht mehr zurückgeht in die Hauptposition, ne? Ja, also ich muss aufpassen, wenn ich dann auf der Geraden mal bin und mal ganz kurz irgendwie mal irgendwie mal ja am Kopf kratzen will, dann muss ich aufpassen, dass der Stick auch wirklich gerade ist, weil wenn mal jemand aufpasst und der ist ein bisschen schräg, dann ich stell mir das schon gut vor. Ich stell mir schon gut vor. Scheiße, ist Junge. Scheiße, BÄM! Oh nein, Massenkollision! Wer ist schuld, der Stick? Genau. Genau, diesmal ist mal der Stick schuld. Also 10 Sekunden Zeitstrafe für den Xbox-Stick. Der wurde jetzt 10 Sekunden lang rausgerissen. Und oh nein! Angebremst am Körper. Ich hab's nicht gesehen. Schade, denn das sah ziemlich gut aus, der Start. Das war die zweite Kurve, glaube ich, gell? Ja. Schade. Die Strecke ist echt schwer. Echt lang. Aber ich finde, ich mag sie, die Strecke. Jake meinte, die KI kommt damit nicht zurecht mit der Strecke. Obwohl die jetzt aus der Originalversion ist. Es gibt 3,9 Rückstand. Ich habe den Abflug nicht gesehen, weil mein Bildschirm da gerade aus war. Okay. Ja, einfach am Körb gedreht. Am Körb angebremst und dann hui, da... Aber jetzt gibt er alles, jetzt flügt er im Rallye-Style über den nächsten Körb. Mm-mm. Es gibt in der Mod-Version, Kenny hat sie ja auch, gell, da sind keine Zuschauer animiert, wie jetzt hier in der Version. Das ist der einzigste Unterschied dran. Okay. Oh nein! Und da bist du doch vorhin schon abgeflogen. Da bist du doch vorhin schon abgeflogen mit dem Licht. Es ist auch in Algarve extrem fies, wenn du einmal von der Strecke abkommst. Da sind die, also hinter, nach hier, da hast du so eine Anhebung. Das heißt, du kommst, wenn du einfach von der Strecke abkommst, nicht sofort auf die Strecke zurück. Es trägt dich wirklich erstmal nach außen. Du kannst lenken, wie du willst. Du kannst nichts dagegen tun. Ich muss gleich mal schauen, wo der Retourgang ist, weil den habe ich nicht kalibriert. Also man kann sagen, Jake, das ist zum Beispiel eine fahrerisch anspruchsvolle Strecke.
Weil man die Kurven ja, manchmal ja genug nicht einsehen kann. Wo ich dich rauswichsen kann. Und eben, wenn du dann mal rauskommst, dann kommst du halt auch mal nicht, oder kann es schnell passieren, dass du nicht mal eben ganz kurz leicht neben die Strecke kommst, sondern dass es dich richtig, richtig weit rausträgt. Das ist gerade diese Stelle, wo du vorhin gemeint hast, wo Valvo jetzt war, wo es bergauf geht, wo man nicht mehr einsehen kann. Ja, das ist aber eine von vielen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Dann bin ich jetzt dran, ne? In der letzten Kurve kann es auch einen raustragen. Das sieht ja so Estoril-mäßig aus, die letzte Kurve. Schade, Valvo, wär mehr drin gewesen. Na, verkackt. Wenn es besser gelaufen wäre jetzt. Na, normalerweise hättest du mich schlagen müssen, von der Zeit her. Jenny, was machst du da? Was macht Valvo da? Er sucht den Retourgang, stimmt, das hat er ja vorhin auch noch erzählt. Okay. Puh, das war knapp am Safety-Car. Leertaste. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade ein bisschen Angst. Also ich bin vorhin auch mal fast am Safety-Car gescheppert. Muss ich mal merken. Die Leertaste? Kannst du das nicht auch? Weil hier ist es auch, an der Kurve ist es auch, wenn du da jetzt da. Diese? Er ist kurz über den Hubel drüber. Ja, habe ich jetzt auch gerade zum Kenny geschaltet. Früher im Kurveneingang passiert. Kommst du nicht einfach zurück, wieder schnell wieder zurück auf die Strecke? Du kommst dann wirklich richtig blöd um die Kurve rum. Richtig weit raus. Das ist nicht schön. Mal schauen, wie viele Runden es gibt, aber nicht besonders viele, glaube ich. Weniger wie 30 auf jeden Fall. Mhm. Valvo fährt auch nochmal. Der testet aber eher die Tastatur, was ich glaube ich so sehe. Macht einen Tastentest. Aber Retourgang auf der Leertaste ist scheiße. Das würde ich mir aber irgendwie auf den Stick programmieren. Oh! Da bin ich aber gerade wieder richtig umgeschaltet. Da rutscht der nächste raus. Es ist Kenny. Aber Gott sei Dank nur in der Aufwärmrunde. Bist du jetzt auch da auf den Randstein gekommen? Ja, ich habe auf den Randstein nochmal angebremst. Ja, okay. Das war nicht so schlau. Aber Jake, wäre die Strecke von der Schwierigkeit dann eigentlich eine gute Formel-1-Strecke? Weil sie hätte ja sehr viel Schwierigkeit, da muss wirklich der Fahrer auf sehr viel achten. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist denen schon zu schwer. Der Kurve muss ich aufpassen. Du meinst, da jammern die zu rum, dass sie da nicht fahren müssen? Theoretisch wäre es eine, weil sie erinnert mich in einigen Passagen extrem an Okayama und die wurde ja früher auch als Pacific Grand Prix mal gefahren. Und die letzte Kurve wie Estoril. Ja, Estoril oder Barcelona. Estoril ist ja auch Portugal. Also, ich fände es mal spannend, das zu sehen, aber ich glaube, da hätten die Fahrer ordentlich was zu tun. Ja, ich glaub, das wo ist denn da die Boxeneinfahrt? Die kommt jetzt. Da oben. Oh, Kenny, oh, fast reingescheppert. Was ist Angst? Ich mit dem Feuer heute, ey. Ja. Während Valvo jetzt sein Controller-Test absolviert hat. Das kann ja was werden. Achtung. Hier ist es noch nicht so schlimm. Also gut, okay, das... Hier finde ich den Mix noch okay. Also ein bisschen Asphalt, aber überwiegend Kiesbett. So, ja, eigentlich den Retourgang? Mit dem Hubbel, weil das die erste Kurve ist, die einzige, wo du rauskommen kannst und trotzdem wieder schnell zurück auf die Strecke kommen kannst. Ein bisschen kann man glaube ich auf Bedet legen. Valvo, fährst du nicht Automatik? Fährst du nicht Automatik? Ja. Weil Kenny mit 3,5 Vorsprung. Müsstest du den dann nicht automatisch einlegen, wenn du einfach den zurück, also fährst du mit dem Stick, gibst du damit Gas oder hinten mit R2? Mit R2. Weil dann müsste der kann rückwärts. Ach so, dann ist der rückwärts gerade. Ja, wenn nur die Bremse gedrückt halten, dann fährt der immer automatisch rückwärts. Leider nicht. Okay. Kannst du nicht einstellen so? Rückwärtsgang auf Leertaste. Ich könnte jetzt auf die Bremsentaste drücken, aber. Ach, okay, Kenny trägt auch weit raus hier. Aber ich bin mir da nicht sicher. Hat jetzt 36.000 Rückstand. Ist aber noch, als er draußen war, über den zweiten Sektor gefahren. Aber Jake, die Referenzzeit, ist das eigentlich immer noch ich? Ist oder noch hat, mich, ja, nee, das ist oder hat mich jetzt mal einer überholt? Nein, das ist immer noch deiner. Das ist ja unfassbar. Das ist ja echt, das ist ja unglaublich. Weil die schwerste Strecke, die wir hier im Kalender haben und die Leute kämpfen gegen meine Zeit, das ist ja, nicht zu glauben. Aber dieses mit den Autos anders zu fahren als mit der SCM,
Denn da trägt's mich mehr raus, wenn ich mit dem Rennen. Oh, Kenny, Achtung! Kenny! Oh, Alter, Falter! Da hättest du jetzt verwichst fast. Aber es wird nicht reichen für Kenny, auch der liegt. Alter, ich fass es nicht. Wenn's jetzt der Jake verwichst, stehe ich auf Pol. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Lass es doch bitte erst den Joker verwichsen. Der ist ach so. Erst oh, Entschuldigung. Oh, Scheiße, ich kann nicht lachen. Ich kann nicht lachen heute. Ich kann nicht lachen. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen für die einige Huster, aber vielleicht hört man das auch an meiner beschissenen Stimmlage. Ich habe heute den ersten Tag der Erkältung, wo es mir gut geht. Anfang der Woche war nämlich Mist. Gott sei Dank sind wir es nicht am Dienstag gefahren oder am Mittwoch, da hättest du vergessen können. Jetzt nur gut. Ja, so ungefähr. Also Beißler schlimmstenfalls Dritter. War ich noch nicht, oder? Nee? Ich glaube, wir waren immer noch Fünfter. Bester Rang bisher im Qualifying war, glaube ich, der Fünfte. Da ich sowieso nicht mehr aufnehme, ist mir auch egal. Ja, stimmt. Beim Kenny ist jetzt. Kenny, wo ist dein Rückwärtsgang? Wie ist der kalibriert? Ich schalte oben mit R1 und L1. Okay. R2 Gas, L2 Bremse, ja. R1 hoch, L2, L1 runter. Ah, okay. Ja, das natürlich auch. Ich habe immer mit dem unten rechts mit dem Stick Gas gegeben und gebremst. Scheiß drauf, ich bin bei der Leertaste. Sonst verhaut's mal alles. Ich habe es gerade versucht, gleich mit Bremsen zu kalibrieren, aber dann hat es mir die Bremse rausgehauen. Das wäre nicht so gut, wenn ich gar nicht bremsen kann. Ist im sechsten Gang und schaltet direkt in den Rückwärtsgang rein, Alter. Schön Zähne putzen, ey. Schön Motor, ey. Ey. Ja, super. Getriebe. So, Joker legt los. In ein paar Sekunden. Das hat der in Österreich doch schon gemacht. Joker legt los, da war der Satz Programm. Ja. Aber noch weit über das Rennen hinaus. Shit. Und das darf nicht wahr sein. Das gibt ja die nächste Position für mich. Alter, was ist das für eine Scheiße? Wenn es hier weitergeht, gewinne ich den Scheiß hier auch noch. Das möchte ich gar nicht dran. Ich möchte daran gar nicht denken. Loch im Spiegel abgerissen. Blattfuß. Oh je, Joker sieht aus wie Reifenschaden, oder? Ja, vorder Reifen hat Spiegel sieht man auch. Joker sieht aus wie ich wollte gerade sagen, Joker sieht aus wie Reifenschaden. Der erste Stand, der für ein Fester sicher wird. Boah, Alter. Das ist wieder mal ein nettes Kompliment. Eieiei, da ist der Alfa Romeo richtig in den Arsch gebumst worden, ey. Wie war die erste Zwischenzeit? Die kommt, glaube ich, erst noch. Nee, die nee. Hab sie nicht mitgekriegt. Ich auch nicht, weil ich muss den Bildschirm P2 auf. Für Beißer, würde ich sagen. Ja, ah, das ja, Startreihe für den Beißer dürfte safe sein. Ja, also Joker könnte mich nicht mehr angreifen können, der muss gucken, dass er jetzt um den Kurs kommt. Michi hat's verschrien, glaube ich, oder? Es kann mich nur noch der Jake schlagen. Auf der Felge vorne links zu fahren ist. Alter, Startplatz 2, ich krieg die. Erbse. Ich bin noch nicht gefahren, Beißler, noch ist hier. Ich krieg die Erbse. Also mein Setup lasse ich schon mal, mit dem bin ich. Die Erbse. 8,9. Also, mein Setup war schon mal okay, da werde ich nichts dran schrauben. Das hat spannend gut geklappt. Um den letzten Platz, Jocke. Ich glaube, die gefahren, nächste Renne sollte ich alle erkältet fahren. Scheint ich besser zu sein. Wir müssen auch wieder rennen, schnell nass machen und raus in den Schnee gehen. Du, es lang ist nimmer bis zum Schnee, kalt genug ist schon. Vom Wallbruch wird er noch landen. Naja, da sprühen die Funken, ey. Das sieht aus wie bei Game of Thrones. Aber er hat sie tapfer durchgehalten, die Runde. Und ist noch schneller als Valvo bisher, oder? Ja, ist er auch. Ja, weil der Valvo hat ja zwei dicke Dreher. Ja, nee, ist letzter. Gratuliere, Jockel. Sorry, Joker, ich glaube, ich hab's verschrien vorhin. Nicht mein Crash kriegt er richtig hin. Wie genau. Was wird jetzt passieren?
Ach, jetzt Mann, jetzt stimmt der Satz, nur noch der Jay kann mich schlagen. Alter, warte, sind alle gefahren, oder? Ich kann eigentlich weiterdrücken. Ich krieg Sandeerbse. Oder? Kann ich weiterdrücken? Alle fertig? Im Normalfall werde ich das Rennen niemals gewinne. Niemals. Und im Normalfall wird es auch ums Podest schwer, weil ihr könnt ja aufholen. Unfähigkeit, diese Unfähigkeit. Ich glaube, dieser Strecke, krasse, diese Strecke wie die Pest, Alter. Pest, die Mau. Gleich im ersten weißt du nicht, sind die einzigen beiden, die Strecke mögen, kann das sein? Ja, das kann gut sein. Du hast ja alles, was Spanien Strecken und Portugal ist. Jake, wie stehst du zu Ungarn? Das sollte man wissen. Und bist Ungarn. Du auch gut, oder? Ja. Wie die Noten dort. Hm. Siehst mal, wo das also auch die Strecke mögen, nur Jake und ich. Alle anderen hassen Ungarn. Ja, hassen würde ich jetzt bei Ungarn nicht wirklich so sagen. Aber Valvo hasst sie, glaube ich, abgöttisch, die Strecke von Ungarn. Ja. Es gehen zwei Leute in die Kurve, nur der Joker, der kommt raus. Bang! Es fahren zwei über die Gerade, nur der Beister fährt durch die Kurve. Weißler versus Rosberg, es war natürlich unvergessen. Also. Legendär! Das ist. Ja, legen könnte ich mich auch noch hin. Die Nachtschicht hat mich diese Woche etwas gefistet, ey. Nachtschicht? Oh, Nacktschicht. Achso, weil du so früh raus musst immer, gell? Nee. Musst du diese Woche spät raus. Meist du erst so zwischen. Ja, 4 und 5 zu Hause. Morgens. Warum denn das? Achso, wegen dem Fahrtweg Arbeit. Und allem. Arbeit, Arbeit. Oder hast du was machst jetzt was anderes? Naja, aber Schicht jetzt anders gelegt. Ich habe von ja meistens, wenn es gut lief, habe ich um 14 Uhr angefangen. So, was sagt gleich die erste Zwischenzeit? Ach, will ich gar nicht drei wissen, dass hier vorne ist das wieder nicht. Drei Sekunden im Vergleich aber zu der Zeit, die ein, naja, wie sagen Sie, ein Beißler aufstellt. Was für eine Scheiße. War ja nur der erste Sektor. Das wird noch lustiger. Ja, vor allem, ich finde es immer total krank, dass man gegen eine Zeit von mir fährt. Das ist so unreal. ...5,4, wenn fast. Also, Jake hat die Chance, jetzt 10-sekundige Vorsprung hier rauszufahren. Wenn wir uns dann nachher um den Kurs quälen, um keinen Fehler zu machen... Jake überrundet uns in Runde 2. Meint ihr nicht? Oh Gott, ich möchte nicht an Überrunden denken. Das kenne ich gar nicht. Kann ich das überhaupt? Ach du Scheiße. Das habe ich ja noch nie gemacht. Bleibt unter 1,50. Nein. Boah, Alter, wie widerlich ist denn das, Jake? Zack. 7,4. Glückwunsch, Jake. Ja, Glückwunsch. Wie widerlich ist denn das, ey? Glückwunsch, Maden. Du bist doch schon Weltmeister. Der Bumsklumpen, ey. Er hat wieder zugeschlagen. Ach, Jake, hast du vielleicht zufälligerweise das Ganze gefilmt oder vielleicht so ein Sekt aufgemacht, so ein Champagner? Nein, hab ich nicht. Hast du das nicht als Posting gemacht? Kein Champagner? Also Jake auf der Pole, vor Michi, Müller, Hernandez, Prio, auf Lavin, Kenny auf der 8. Beißler auf der 2, ich werde ja wahnsinnig. Ganz hinten. Das wird lustig, Jockel. Alpha und ein Chevy, mehr kann man da sagen. Kenny hat noch die beste Karte vorne. Alpha und ein Chevy. Okay. Hernandez auf 4 ist auch cool. Dann machen wir weiter. Also Kenny werde ich nicht halten Regen. Können im Lauf des Rennens. Regen! Ach, Valvo glaube ich auch nichts mehr langsam. Da war immer nur ein Zeug zusammen.
Also Setup weiß ich. Nee, doch, nein, ich lasse das. Das hat im Qualifying gut funktioniert. Nee, never also 70 change. 70 Liter, 25 Never Runden, change a winning setup. Nee, braucht man ja gar nicht tanken, oder? Oder? Wie viele Runden erwarten wir? Haben wir nicht gesagt, wenn Jake uns 10 mal überrundet, dann natürlich nicht. Haben wir nicht gesagt, unter 20? Unter 30. Unter 30, nicht unter 20. Weil... Boxenfenster zwischen 10 und 23. Nein, wo ist denn jetzt mein Boxeneinstellungs- Nein, immer 33 Runden. Nein. 33? Ja, ja aber das mal so logisch. 27 bis 28 Runden. Wie viele Sekunden haben wir noch? Eine Minute. Okay. Lass mal noch ein bisschen Zeit, ich muss mal den Benzin runter machen. Wie viel macht ihr mit Liter? Was tippt ihr? Also ich würde 70 jetzt einmal voll und ich tanke für 3 Runden. 10 oder so. Für 10? Also das wären 30 Liter, so wie ich das... Ach, 10 Liter. Sowas, ja. Ah, dann gehe ich auf Nummer sicher und mache 20 Liter. Einmal für 20 und dann für 9. Mache ich immer so. Interessiert hier niemanden? Wurde doch gefragt, Mann. Okay, ich mache 25 Liter. Sicher ist sicher. Vielleicht ist ja hier tatsächlich so. 15 Sekunden noch für zwei Spieler. Ja. Eine Sekunde. Okay, Leute, viel Spaß, viel Glück. Ampeln gehen auf Rot. Alter, Start aus der ersten Reihe. Ich krieg die Erbse. Oh, viel links Glück ist rechts bei mir, Scheiße. Segen und Start auf den Was Wegen. Was ist links ist rechts bei mir? Ach du Scheiße. Schlechter Start, Jörg Müller. Boxenstopp-Menü, wenn ich raufgeben, muss ich runtergehen. Boxenstopp-Menü. Achtung, hier heißt es bremsen. Ah, Scheiße, das war mies, das war gecuttet. Eine Position verloren, aber ich hole mir jetzt den Jörg Müller. Uiuiuiui. Jagd auf die weil Jake eröffnet. Mal gucken, wie lange ich Jake Eberhofer hier folgen kann überhaupt. Und zwei Quickies. Eberjacke. Nicht mehr lange, weil der Kenny hat einen Bombenstart hingelegt, der ist schon Dritter. Und ich habe keinen Namen eingeblendet, aber das ist ja. Das ist Scheiße, die Tab-Taste. Das müsste die Tab-Taste sein auf der Tastatur. Boah, Alter, das ist ein Spiel raus, weißt du. Was machen die denn da? Ach so, ja, Scheiße. Oh! Irgendwas hat der BMW hier gerade angestellt. Alter. Vorsicht, jetzt kommt die Kurve! So, das war zu erwarten. Der Kenny hat jetzt sich nach vorne gearbeitet und die Frage ist, wie lang wird der Kenny hinter mir bleiben? Ich würde behaupten, nicht sehr lange. Also, du klingst richtig geil. Jay kann. Ja, jetzt! Das wird die Verbindung nach Deutschland unterbrochen hier. Ja, das liegt an der Erkältung. So, jetzt bin ich rausgerutscht, damit Kenny Zweiter. So, Platz 3. Mal gucken, ob das möglich ist hier. Kriege ich so scheiße mit der Stimme heute. Nee, der Mikro spackt zwischendurch rum. Ja. Hallo! Hat man das gehört? War wieder unser bekannter Test. Mein Mikro spackt, das höre ich aber nicht gern. Das Headset wird mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Oh, und ich habe keinen Plan, was ich eingestellt habe für Blick nach hinten. Ich habe diese Woche keine Zeit mehr, Headset zu kaufen. Wenn hast du deinen Auftrag? Hast du denn den Boxenstopp bestätigt? Hast du die Taste belegt? Ja, das zum Glück schon. Ja, nicht, dass dir so geht wie mir einmal in so einem STM-Rennen. Ich double das so. Achtung. Puh, da war mir jetzt gerade Angst und Bange, ob es zu spät war bei dir, Kenny. Da habe ich kurz einen Motorsound von einem Seat hinter mir näher kommen gehört. Ja, das bin ich! Und ich hatte Angst, ich scheppert dir gleich rein. Ich bin ganz stolz. Jocke, wo bist du? Sie da hängt gerade an Lalins Arsch. Was heißt ganz stolz? Darf ich doch wohl sein, oder? Wenn ich mal hier so weit vorne bin. Ja, alles gut. Rumfahr. Da ist like Wintersrennen. Das glauben wir wohl eher nicht. Die Quote ist. Achtung. Okay, ich übernehme jetzt mal wieder kurzzeitig die 2. Jake, bei dir geht's ja eh um nichts mehr. Du müsstest jetzt eigentlich Chindi nicht fahren und Jörg Müller hier zum Titel verhelfen. Also zum Vizetitel. Welchem Titel? Der ist nicht mal in den Top 10, verdammt. Vizetitel, hoppala, Jörg Müller, ups.
Welcher nur, ist das war nicht Vizetitel für Jürgen Müller. Ja, der Valmo hat den dafür gesorgt, dass er da nichts mehr holt. In Polen. Nichts mehr zu holen in Polen, bekannt. Das heißt, ja, stimmt, wenn ich für die Dingens fahre, für die Meisterschaft. Boah, die... Müller, Alter, was du hast, Meisterschaft. Oh, ficken! Ich glaube, da ist der Valmo auf einen draufgeknallt, den wahrscheinlich der Joker vorher quergeschoben hat, oder? Nee, nee. Der Valmo hat sich gedreht. Und selber gedreht. Je. Ganz allein. Kenny doch da, ich sehe dich nimmer. Naja. Ah, okay. Ich hab gedacht, du bist rausgerutscht, ich hab dich nimmer gesehen im Rückspiegel. Gestaubt hat's auf jeden Fall. Vor mir. Ich krieg die Strecke nicht auf der Reihe, ich bin zu blöd dafür. Bin mir nicht sicher, ob ich richtig kalibriert habe. Das fühlt sich echt seltsam an. Oh, erste Kurve wieder. Ich bin jetzt mal gespannt, ich habe nicht die übliche 50-50 Bremsbalance, sondern ich habe 60-40. Bin mal gespannt, das heißt, meine Vorderreife müsste eigentlich schneller abbauen in dem Fall. Oder noch schneller wie sonst. Das ist natürlich schlecht taktisch. Okay, die Adler ist echt schon so ein Setup-Fuchs. Nö, nö. Ich glaube, ich sehe den Joker schon im Rückspiegel. In dem Spiel habe ich das jetzt so ein bisschen kapiert mit den wichtigsten Einstellungen. Bei Project Cars 2 bin ich überfordert damit. Was passiert, Kenny? Der Abstand wird noch einmal so groß. Oh, was ist da los? Fast Kenny ist sehr weit gegangen. 6 Sekunden auf der Kenny jetzt. Sind die Rauchzeichen. Joker hat auch irgendwas gehabt. Joker auch? Ja, ich bin hier folgt. Achtung. Oh, jetzt verspiele ich gleich 6 Sekunden. Wieder ein Ausritt. Jaha! Lass mir sogar mal eine Aufhörung im Arsch. So, das heißt, damit wird der Joker jetzt der nächste sein, der versuchen wird, mich zu verfolgen. Jetzt haben sie 7 Sekunden aufholen. Lange Strecken ja, mal überhaupt nicht. Da ist so wenig Wiederholung drinnen, dass man sich das noch weniger merkt. Der lag der Zandvoort so gut, ne? Mhm. Ich hab meinerseits schon 23 auf Jake Rückstand. Das Pueblo war da wieder kritisch, wa? Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber da war ich, glaube ich, nicht ganz unschuldig daran, dass es so blöd gelaufen ist für den Valmo. Na, das war von vorn bis hinten verkackt. Hätte ich dich nicht so blöd touchiert, wärst du vielleicht vor mir rausgekommen. Das war echt ein dummer Rennunfall, was passiert ist. Nach dem Stopp war es auch nicht viel besser. Das war von vorn bis hinten kacke. Melbourne war schade. Da ist schon ein Hase hinter mir. Das stimmt, ja. Das bist du, Kenny? Ja, ich fahr vor dem Müller. Ah. Stimmt, oh, Melbourne war schade. Da hättest du mich fast touchiert bei deinem Ausritt. Und bist voll Krach reingedödelt. Das war auch schade. Ich glaube, da wäre auch mehr drin gewesen. War ja nicht mal voll Krach, es war ja ziemlich reingeschlittert nur. Aber also trotzdem das reicht, bis die Karre kaputt geht. Das war echt Witz. Echt Witz. Ich habe letztens da, wo der... Nein! Ah, okay. Also ich krieg jetzt die Kurve nach dem Hubbel auch nicht mehr, die über die uneinsehbare Kurve. Darf mir auch nicht 20 mal passieren, dann wird der Joker mir vorbei sein. Da hat jetzt noch massiv aufholen können dadurch. Ich habe noch, wo der Kenny noch, wo der noch da war, der Kanal, habe ich mir die F1-Videos angeguckt von eurem 2016 Together mit dem Mr. Alpha. Ich wollte sowieso mal fragen, was ist eigentlich mit dem passiert? Gibt es denn eigentlich noch? Wir sind uns da alle schon. War mal bei so einem F1 Together dabei, da hatte Jake nicht mitmachen können.
und da war da so ein gewisser Mr. Alpha dabei. Da habt ihr, glaube ich, Kenny hatte, glaube ich, 6-mal Melbourne gefahren gehabt oder gestartet gehabt. Ich glaube, 7 Videos war in der Playlist und 6-mal war es Melbourne. Und ich immer wieder allgemein so das Phänomen, wenn Leute anfangen, ob sie was zusammen machen möchten, dann machen wir was zusammen, man hört nie wieder was von den Leuten. Ich kann verdächtig sein. Ich höre leider jemand anders in meinem Rückspiegel, es ist der Joker. Wie hörst du denn in deinem Rückspiegel? Das finde ich nicht so toll. Ich glaube, ihr habt es immer wieder neu gestartet, weil immer irgendeiner rausgescheppert ist in der ersten Runde. Also war auf jeden Fall lustig anzugucken. Deswegen finde ich es schade, dass jetzt solche Videos nicht mehr da sind. Ich weiß nicht, schaut ihr eigentlich... Die Sache. Der ist, glaube ich, nicht mehr so beliebt, oder? Kann das sein? Muss mal vorsichtig auszudrücken. Schönes Wetter haben wir heute, ne? Ist dunkel draußen, keine Ahnung. Ihr könnt ihre Grimme zucken. Heftiger Lackaustausch hier vor mir. Joker, du kannst jetzt aber nicht sagen, dass es unfair war. Nee. Aber das wollen wir doch sehen. Joker in der Kurve einfach sehr weit rausgekommen. Ich hab gedacht, da habe ich die Chance gesehen und hab's versucht, aber hab's ja, ja, das hast du gut gemacht, Joker. Das war diese Stelle hinterm, über dem Hubbel, da hab sogar ich Probleme mittlerweile jetzt. Jake 40 Sekunden Vorsprung, also das war. Alter! Ich hab es gerade auf der Streckenkarte gesehen, dachte ich, ist das ein Bug? Nee, vor mir 40,6. Also den kann der auch Jake, nicht mal der widerlich. Den schafft nicht einmal der Lewis Hamilton zu schlagen, befürchte ich. Oh, Jake wird nächstes Jahr nur parallel mit uns spielen. Der wird nicht mit uns in derselben Partie sein. Er fährt sein Rennen, wie Weibo und ich das damals schon mit Grand Prix gemacht haben. Wir drei, da der Weißer ja auch wohl nicht mit dabei sein wird. Aktuellem Stande nach zumindest. Nee, das ist schon noch... Ja, das ist oh aktuell. Was ist das jetzt hier? Ja, wieso, oh, was ist das jetzt hier? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, jetzt heißt es bremsen! Oh, das sieht cool aus da vorne. Ich glaube, Valvo ist auch gleich dran. Na. Ich schau mir das aus sicherer Entfernung an. Ich glaube eure Teile hoch. Also ich versuche alles, dass es ein fairer Zweikampf wird. Oh, Michael! Dreikampf, Entschuldigung. Ich hab dich gerade fast weggepürt. Ja, ich hab's gemerkt, aber ich konnte es noch abfangen. Alles gut, Kenny. Hat uns angeschrieben, aber spielt immer noch mit uns. Und macht uns weg. Der zieht uns ja auch aus die ganze Zeit. Wer zieht wen aus? Also ich sag nur, Nikolaus, zieh mal deine Strapse aus. Kommt ja unser Nikolaus hier um die Ecke. Oh Gott, oh. Das ist ja hier. Alter! Aber es ist nicht unfair! Ich fahre. Oh Gott, Alter! Aber ich sehe es noch kommen! Irgendeiner wird mir auf die Ecke fahren, befürchte ich! Joker, bist du noch da? Ja, ich bin erst hinter dir! Jetzt war es Kenny hinter dir! Diese männlichen Geräusche! Alter, oh Gott! Also, jede Möglichkeit auszunutzen, aber ich schaff's einfach nicht. Also ich hoffe, das ist noch fair, wie ich mich verteidige. Alles gut, alles gut. Weil ich bin das überhaupt nicht gewohnt, da so vorne gegen euch zu fahren. Das ist für mich was ganz Neues. So, oh, jetzt wäre die Chance da gewesen. Ich weiß nicht, ob einer da, Achtung, Kenny ist da vorne. Da gab es diese gute F1-214 Rennen, ich glaube in China oder so. Kenny, Joker und ich einen schönen Dreikampf hatten. Ich glaube China war das.
Jedenfalls sehen wir jetzt. Jake angeschrieben hat, hey, ich würde auch gerne mitmachen hier. Schaut ja lustig aus. Hätte mal Nein gesagt, ey. Scheiße. In Sochi war er dann dabei und gleich hat er euch weggefistet. Und sich richtig beliebt gemacht. Ich war nämlich mal kurz in der Konferenz. China, Ungarn und Brasilien, das weiß ich heute noch. Ich bin nicht mitgefahren bei dem Sochi-Rennen. Ja, das genau. In dem Sochi-Rennen war ich in der Konfi, bin aber nicht mitgefahren. Das weiß ich noch ganz gut. Das habe ich mir gedacht, dass du rausrutschen wirst, Kenny. Aha. Das habe ich schon so antizipiert. Aber das ist für mich natürlich keine Entwarnung, dass der Nächste... Ach du verfickte Scheiße! Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt verteidigen kann, ohne einen zu crashen. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich geb das Rennen aus deiner Seele. Oh, das wird eng, das wird eng. Ich geh ganz weit. Diese männlichen Geräusche, ey. Jake ist dabei schon 55 Sekunden weg von uns. Der hat schon die Hälfte des Feldes wieder überrundet, ja, ey. Schon gleich. Ich werde also eins heute nicht überrunden. Das ist schon mal sehr gut. Das muss ich nicht auch noch hier kennenlernen. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich bin hier beschäftigt. Ich habe da einen schönen Kampf. Ansage von Jakob Eberhofer. Aber Jake, du meintest, dass die KI da richtig scheiße ist mit der... Deswegen haben wir auch kurz überlegt, ob wir raufgehen vom Geschwindigkeits... Schwierigkeitsgrad. Seid ihr's? Aber dann merke ich es nicht einmal. Nein. Okay. Der beste Mann ist jetzt 11 Sekunden hinter mir. Wow. Geht also so, weil Jake, was meinte von 5 Sekunden verlieren pro Runde? Das ist zum Glück nicht. Bei ihm auf jeden Fall, ja. Ja, gut, bei ihm. Ich glaube, der hat von sich gesprochen, glaube ich. Im schlimmsten Fall also 5. Platz wieder möglich heute vor Larini, das ist schon mal gut. Guck, wer Counter-Strike spielt, Grüße. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Wer denn? TB. Champ ist es nicht. Boah, Kenny! TB war's. Was ist denn TB? Ja, ich kürze es ab, weißt du. Wenn schon TS oder nicht? Ja, hätte ich auch gesagt. TB? TBS. Tuberkulose. Ja, genau. Oh fuck. Oh mein Ei, juckt. Welches das linke? Ja. Ja. Bei mir auch immer. Das ist mein Lenkei gerade. Das ist mein Lieblingsei. Das letzte Ei. Letzte Eihorn. Ich brauche ja das Licht. Das ist auch mein Lieblingsei. Ich bin gerade. Oh Gott. Da wollte ich gerade schön mal. Oh! Okay, gerade fahren. Oh! Ah! Mauer! Ja, okay. Mauer! Oh, warte. Sitzt noch nicht. Warte. Keinen Joker mehr hinter mir. Mauer. Das okay, macht pass. Mir Angst. Licht wieder angenehm. Oh, das könnte... Oh, Schwein, ja. Ich sehe dich nicht. Ah, du bist ja hinter mir rausgerutscht. Habe ich aber nicht abgedrängt, oder? Nee. Okay. Ich musste nur außen vorbei, weil ich zu schnell kam zu spät. Du hast versucht, außen zu überholen. Das habe ich noch gesehen. Ich habe da nur gedacht, der Joker ist weg. Was ist mit ihm passiert? Oder auch kurz hinter Kenny und Balvorek geführt und dann wieder davor. Ah, die Anzeige haben ja manchmal einen Bug auf manche Strecke, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Larini nur 7. Hernandez, also, bist du nicht von 4 losgefahren? Schämst du dich? Also wenn ich 5. werde, hole ich wieder 2 Punkte auf ihn auf. Auf wen? Auf Larini, oder? Ist das nicht der noch mit mir um der 5. fährt? Oh shit. Nee, mit dem fährst du bestenfalls um den 4. Du fährst gegen Menü um den 5. Ach so, okay, dann hole ich natürlich noch mehr auf. Der war, glaube ich. Du bist ja schon vor Menü. Ich war doch 9 Punkte dahinter, glaube ich. Ja, das ist Larini. Ja, eben, den meine ich ja. So, da geht es um Platz 4, glaube ich. Nee, es geht um Platz 5, Entschuldigung. Valvo ist ja 4. Ich wollte gerade sagen, Valvo werde ich wohl nimmer kriegen. So, Joker hat die beste Möglichkeit genützt, die er haben kann.
nämlich einen Ausrutscher. Und ich glaube, dasselbe kann auch nur ich schaffen, einen Ausrutscher zu nutzen. Ansonsten hat es Joker geschafft, den Beißler Train jetzt zu knacken. Beißler Train. Beißler Train, yeah. Das ist aber eine kleine Lok. DMB, der Michael-Bahn. Was? Wenn schon die, aber egal. Bundesbahn. Aber ich war das jetzt gar nicht gewohnt. Ist wieder mit Nico Rosberg mit seiner Bahnwerbung. Das ist ein Einkaufswagen. Nee, der hat so eine Bahnwerbung. Rosberg vs. Nico vs. Nico vs. Nico. Ja, ja, die kenne ich. Wir sind im Boxenstoppfenster angekommen. Oh. Bei der Deutschen Bahn. Okay, also Reifen Joker kann sich lösen jetzt. Aber es war trotzdem eine coole Fight, Joker. Auf jeden Fall. Reifen ist bei 52%, Alter. Schmiede. Also wir haben... Vor allen Dingen ist das eine Strecke, wo abgenutzte Reifen richtig biestig werden. Bei ja. Mir ist vorne links 59 der Das schlimmste. Kann ich dir auch bestätigen, Jake. Und mit den Super-Tourenwagen noch schlimmer. Super-Hurenwagen. Super. Das ist ein Reifefresser. Oh Gott, aber 10 Minuten sollte man schon noch schaffen. Es ist halt auch, wenn die schon über, auch wenn die noch über 50% sind, du merkst es echt beim Fahren, dass die nicht mehr ganz so geil sind. Geil. Sonst hätte er uns gleich überrundet. Oh, Alter, ey. Ist das widerlich, Jake? Ist das widerlich? Eine ist das riesig und widerlich und eklig? Ja, stimmt. Joker muss uns jetzt den Abstand durchgeben. Ja, eine Minute 10 sind es jetzt. Okay, nee. Ich hab grad nicht Valvo auf die Strecke geschaut, wie ich dachte. Ah, dort ist die Kurve, okay. Valvo ist also hinter Kenny. Ja, die ganze Zeit. Das heißt, aber ich, aber ich wollte gerade Kenny nachgehen, weil ich dachte, er wäre die Ideallinie. Klar. Ideal daneben, ne? Kenny daneben. Hugo und Eda Kenny. Oh, mein Video ist fertig. Yeah. Genial daneben, heute mit Valvorik, Jake, Kenny, Joker und dem Beißler. Tschüss, Kenny. Oh, das war genau. Ich dachte, also, jetzt Joker ist gleich. Jetzt nicht mehr Greifweite. Joker hat's geschafft. Leg ich dich gleich rein in die erste Kurve, Kenny. Scheiße! Okay, die hinter mir schießen sich, glaube ich, gleich weg. Nein, von weiß nein, nicht eigentlich wollte. Also Joker, wenn ich mal dran denke, erinnerst dich noch an diese eine, ja, dass meine Reifen verschleißen, kann ich meine Anzeige entnehmen. Danke. Danke. Dass die Zahlen, da kann ich auch lesen. Deine Reifen sind aus. Joker, erinnerst du dich noch an dieses eine komische Pilot-Koop, wo wir mal gemacht haben? Ja. In F1 2014, da die Videos habe ich auch noch auf meinem Kanal. Haben wir letztens angeguckt. Wenn ich da denke, wie ich da in zwei Rennen bei dir reingezogen bin und das mit jetzt vergleiche, das war dann schon... Ich habe so ein paar so Videos mal angeguckt, die Tage. Ich denke, Mann. Haben wir schon geilen Scheiß gemacht? Crash Competition natürlich mit dem Schweizer, die war auch unvergessen. Die lache immer. Der Grüne! Oh, deine Lieblingskurve, Kenny. Ist vorbei? Nee. Ja, für die Leute, die es interessiert, warum öfter über alte Videos gesprochen wird, mein Kanal wurde gelöscht. Deswegen habe ich das jetzt nicht angesprochen. Ich schaue es mir gerne an. Vergangenes Wochenende Richtung, was war das denn? 10.11. oder sowas in dem Dreh. Mein Google Plus. Ich war gerade in Heidelberg, als es zu mich kam. Plus mein Kanal. Kann man auch nicht wiederherstellen, da YouTube die Daten bereits vom Server gelöscht hat. Und ja, wer auch immer du warst, dem ich das zu verdanken habe, danke, du Pissgesicht. Ich würde sagen, fahr zur Hölle, du Arschloch. Aber 26-stelliges Passwort rauskriegen.
Und den Kanal löschen. 1, 1, 1, 1. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, das ist ja dann mehr. Auf Z. Dschungel hat's rausgekriegt. Nein! So, jetzt komme ich auch zu den ersten da runter. Ein Buchstaben habe ich, hab ich doppelt benutzt. T wie Titten. Nee, A wie AA. Darum keine Ahnung, ob und wie es bei mir weitergeht. Keine Ahnung. Zumindest die Rennen gibt es natürlich jetzt nicht mehr zu sehen beim Kelly. Gibt nur noch 4 Ansichten. Aber trotzdem eine Riesensauerei. Also wer sowas nötig hat, der gehört einfach geschlagen. Nein, der gehört noch viel mehr. Bitte jetzt. Vergast. Doch, das hast jetzt du gesagt. Ja, hab ich. Weil vor allem so ein kleine YouTuber anzugreifen oder zu hacken. Was für einen Spaß hat der dabei? Das frage ich mich auch. Was mich aber mal interessieren wird, schaut ihr euch als von euch alte Videos an? Ja. Ja. Ich also guck gerade die alten Race 07 Videos auf Valvus Kanal. Also wo ich noch gar nicht dabei war. Weil ich mach das tatsächlich immer mal wieder gern, so alte Let's Plays von mir angucke. Deswegen würde es mich interessieren, ob ihr das auch mal macht zwischendrin. Immer wieder gerne. Also meine alten Videos selten, weil da habe ich meistens einen ungeliebten Gast bei. Ja, aber ja, das ist natürlich klar. Die meide sogar ich. Leider nur, wegen dem Gast. Also ich sag so, die Solo-Klamotten von mir schaue ich mir nicht an. Aber so Togethers mit euch, wo dann noch immer sowas mit bei ist, jetzt zum Beispiel Project Zombo oder Team Hospital mit Valvo oder unsere Rennen zusammen und sowas habe ich mir halt gerne angeguckt. Weil es eigentlich immer lustig ist. Grand Prix 4 habe ich mir letztens von euch angeguckt, diese 100% Geschichte, die leider auch zur Saisonmitte zu Ende gegangen ist, weil das Spiel ja abgestürzt war, glaube ich, bei euch, soweit ich es noch in Erinnerung hatte. Aber das war auch cool. Der Boxenbug, you never box alone in Melbourne. Ah, unvergessen das Spiel, you never box alone. Was ist denn hier? Hier ist nicht you never box alone, hier ist you never Überrundung alone. So, ich glaube, da wird es jetzt mal Zeit für euch, hier mal Platz zu machen, ne? Ne? Bin zwar der Beißer, ich fahre öfters mal in der Mitte rum. Was ist das für eine Überrundungsveranstaltung? Aber ich bin jetzt heute mal der Überrundete, also ich bitte euch mal Platz zu machen. Du bist der Überrundende, du bist nicht der Überrundete. Alter, ich kann's vergessen, ey. So, Schott da! Und trotzdem fährst du schneller als ich. Und Michi fährt schneller als wir. Überrascht mich. Schon da! Ach, dann dreh dich weg, du Arschgesicht. Meine Fresse. Achtung, im letzten Sektor steht er schon da quer. Der wollte einfach kein... schon wieder. Der wollte einfach keinen Platz machen, die Sau. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Colciago an der Box, Prio an der Box. Oh Gott. Oh, Valvo, Alter. Wo ist denn die Geschwindigkeit her? Überrundete, das ist nicht der sehr gut. Im Tank. Lasst mich durch. Genau, schießt euch weg vor mir. Das wäre mir natürlich noch lieber. Da muss ich euch nicht überrunden, aber den Gefallen tut ihr mir ja nicht. So, jetzt mach ich auf Platz hier. So, danke. So macht man das. Genau. Lofow, der nächste vor mir. Das ist schon P18, der überrundet wird. Also soweit kann ich. Hey, habe ich schon gesagt, dass es widerlich ist? Ja. Schon mehrfach, schon im Qualifying hast du schon gesagt. Oh, Kelly! Also hinter euch schießt, ich glaube, ihr schießt euch auch gegenseitig von der Bahn, kann das sein? Nein, das heißt Morty Mao. Mao, wie wenn man da Katze auf den Schwanz tritt. Mao. Was ist eine Haarnadel, die du im ersten Gang fährst, man? Warum bremst ihr denn dann nicht? Ja, ich hätte die Kurve bekommen, oh Gott! Jetzt du nicht bekommen.
nicht auf der Strecke fahren. Nein. Ja, da bremst du ein Mädchen. Diese oh mein Gott! Alter, Zelenov, jetzt gibt's gleich Russenfick. Na, die muss aber hübsch sein, sonst macht es keinen Spaß. Bis zum Alter Zelenov von Mitte 30 sind die ganz geil. Danach fangen die sehr schnell extrem an zu altern. Und sehen sehr schnell aus wie ein Sack Kartoffeln. Stickt am Wodka und an den Zigarren. Ich hätte vielleicht gesagt, dreimal reingespritzt und zweimal abgeputzt. Oder? Jetzt, wo er keinen YouTube-Kanal hat, weißt du? Jetzt kann ich euch ja die Videos kaputt machen. Sieht er uns in den Versuch hier. Ja. Naja. Ach, damit habe ich doch schon angefangen. Ja, ich habe schon so oft hier Ficken erwähnt. Da ist um den einen oder anderen Fick auch nicht mehr schade. Alles fing am Schottenring an. Mit Furz vom Joker. Der bringt ja neue Wind immer, wenn man einwechselt, damit die Gegner auch immer ganz arg verwirrt wäre. Damit wir die Spiele auch ja gewinnen. Deswegen Joker, haben wir ja. Der sollte nicht Joker heißen, sondern Scarecrow mit seinem Gas. Der kann ja bestimmt Halluzinationen verursachen. Ne? Oh, Alter, der legt sich weg hinter dir fast. Das ist auch das einzige Stück, warum wir den Joker eigentlich in der Mannschaft haben bei uns. Genau deswegen. Oh. Damit er die Gegner eliminiert sozusagen. Deswegen weiß der Joker gerne auch, warum er den Joker ins Team nominiert hat. Und was ist meine Aufgabe, Trainer? Einfach hinstellen und vorher ordentlich Döner essen. Linsen, genau. Horber, das Wort wie Scheiße. Von Döner furzt man nicht so viel. Jake schon. Ja, dann wenn du halt doppelt Zwiebel reinmachst, aber. Oh, jetzt kommt diese Scheißkuppe hier. So. Überkuppe, rechts, bremsen, Achtung, Schild. Ach, der Schild von Dirt Rally, das Scheißschild. Das war auch ein Highlight des Jahres, das dumme Schild. Irgendwie wäre es so witzig, unsere besten Sachen zusammenzuschneiden, wenn das nicht zu verarbeiten wäre. Oh, das wäre aber so eine Mods-Arbeit. Oh. Deswegen habe ich damals auch die besten Crashes keinen Bock gehabt zum Schneiden von Grand Prix 3, weil das... Naja, allein von so einem Projekt ist das schon so viel Arbeit und dann von mehreren. Und vor allem, du musst alles durchsehen, weil du findest immer mehr wie 20 Crashes, die gut sind. Und dann musst du die erst noch finden und dann davon noch einmal entscheiden, was gut war. Das ist... Boah. Aber der 5-Jahres-Video ist schon Wettlöffer. So eklig. Aber immerhin, das hast du durchgezogen. Oh. Vor allem geil bei mir. Oh. Hast du nicht beim Hose auch so schnell vorgespult? Was ist da hinter mir los? Ist einer von euch an die Box? Der hat mein Boxenstopp nicht gemacht. Bei mir auch nicht. Hä? Habt ihr nicht bestätigt? Hä? Ich konnte nicht bestätigen. Ich auch nicht. Oh nein. Liegt gerade alles durch? Oh, Ceresoli kaspert hier rum. Na, da krieg ich ja Angst und Bange. Mit den Reifen kann ich definitiv nicht fahren. Schreibt irgendwas im Chat, Valvo. Okay, bei Valvo die Tasche vielleicht nicht hundertprozentig konfrontiert. Aber ihr müsst den Boxenstopp anfordern. Ich bin ohne anzufordern in die Box geknallt. Ich habe angefordert, aber ich konnte nicht bestätigen. Bei mir wurde das Fenster gar nicht angezeigt zum Bestätigen. Geil. Geil. Mal gucken, was bei mir jetzt passiert. Okay, also ich werde jetzt auch in die Box gehen. Er hat mich jetzt, glaube ich, wieder losgeschickt. Keine Ahnung, was jetzt genau passiert ist. Dann gehe ich jetzt auch in die Box. Ja, die Reifen sind immer noch schäbig. Oh, hat er dich disqualifiziert? Du musst aufpassen, wenn du keinen Boxenstopp richtig machst, disqualifiziert er dich. Oh Gott! Noch Zeit. Oh fuck! Aufhängung rausnehmen, die brauchen wir nicht reparieren. Oh, da vorne. Valvo raus? Nee, fährt weiter. Okay, ich gehe jetzt mal an die Box, weil ich sehe das ja jetzt als reagiert.
Ihr seid vor mir an die Box gegangen oder müsst ihr beide jetzt nochmal? Jake, wo bist du? Hier. Okay, bei mir hat Kenny, müsst ihr auch, musst du auch nochmal? Ja, bei mir wurde nichts gemacht. Weder nachgetankt noch Valvo auch. Dito. So, bei mir geht die Bestätigen-Taste. Ich habe es drauf gedrückt. Ja, bei mir kam das Fenster zu bestätigen nicht. Ah, okay. Ich habe den Boxenstopp aber angefordert. Hä? Aber ich habe doch auch... Mysteriöse Sache passiere. So, jetzt wird nachgetankt. 54... Er sagt mir Pit in the Slab, aber... Ich habe 54,3 Liter. Reicht es bis Rennende? Fahr los. Vielleicht bin ich auch zu schnell reingefahren. Ich bin zu schnell reingeknallt. Reiche 54,3 bis Rennende? Ja. Hä, aber ich kann jetzt nicht komm mal mehr jetzt, meine Aufhängung verlieren. Komm jetzt, was geh an, Scheiß? Meine Güte! Hä? Also irgendwas ist da mega verbuggt. Sorry, Leute. So. Ist die Gelegenheit mal ordentlich zu husten, weil ich habe den Huster ein bisschen zurückgehalten. Wäre ich vorbei? Rob Huff, der war sicher noch nicht an der Box. Alarm in der Box. Baylor ist vorbei. Kommt wohl auf 7 liegen draus. Gut. Also direkt hinter mir. Na, wird vielleicht sogar der 8. Oder der 9. Bin 5. Gut, also die vor mir waren sicher nicht an der Box, Huff und Menü, oder Jake? Was meinst du? Kann eigentlich nicht. Wie ist kann du das Joker? Ne, das ist Tom zum Beispiel. Gut. Wieso kann ich denn jetzt nicht einstellen, dass ich meine Aufhängung reparieren möchte? Hä? Ich möchte nicht in die Box. Was macht denn der? Ich drücke aufs Boxenmenü, er sagt Pit in the Slab. Nix Pit in the Slab, ich war schon mal. Ich glaube, ich bin bestimmt auch auf eine falsche Taste gekommen. Wäre auch nicht das erste Mal. So. Ich glaube, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Irgendwas ist hier mega komisch. Also, ich habe hier anscheinend eine Podest-Chance, aber nur, weil ihr jetzt gefailt habt, unfreiwilligerweise. Denn ich glaube, ihr hättet mich irgendwann eh mal kassiert. Ich wundere mich sowieso, dass ich immer noch bereinigt auf P4 rumfahre. Und auf P3. Joker muss definitiv vor mir rausgekommen sein, weil du warst ja so weit weg. Ja. Fick dich ins Loch. Was denn, wenn ich gar nichts mache? So, à la Menü, der okay. Krebs so langsam rum, dem fehlt auch hinten Teil der Heckpartie. Der war nicht an der Box, so wie der rumfährt. Achtung, bremst doch nicht vor mir. Hey, was soll denn das? Ich bin auch Schweizer. Mach mal Platz. Blöde Sau. Hurepenner. Blöde Sau. Ich bin auch Schweizer, du musst mein Landsmann vorbei lassen. Dumm Sack, blöder. Ich glaub's ja nicht. Das ist aber keine Starthilfe hier. So. Nein, nicht vor mir, die Box geht, du Wichser. P3. Du Valvo, warst du Vierter? Wer ist eigentlich Vierter? Ich bin Vierter. Okay. Ne, ich kann nicht bestätigen. Tja, das wird wohl ein DNF für mich. Kannst nicht bestätigen. Ist es nachher doch nicht ordentlich? Du hast vorhin aber noch was geändert, gell? Mit dem Rückwärtsgang hast du da nachher eine Taste rausgeschleudert versehentlich. Hat der dir irgendeine Taste rausgeschleudert nachher noch? Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, aber das ist natürlich ärgerlich. Wieder ein Rennen, wo es so gut ist und dann die Technik, wo dir einen Streich spielt. Kann ich zwischendrin eigentlich rausgehen und auf die Einstellung gucken? Nee, oder? Nee, da bist du ganz raus. Wenn du jetzt auf Escape drückst, bist du ausgeschieden. Dann hast du du wirst wahrscheinlich eh DNF, oder? Mhm. Er wird ein DSQ. Ja, DSQ eben. So oder so, weil er den Pflichtboxenstopp mitmachen konnte. Na geil. Ja, da musst du es bis zum nächsten Rennen auf jeden Fall nachher angucken, die Einstellung. Aber das verstehe ich, du hast schon gesagt, du hast ja alles bestätigt. Aber da hast du den Rückwärtsgang geändert, irgendwie. Da hat er dir wahrscheinlich was rausgeschleudert. Auf welche Taste hast du einen Rückwärtsgang denn? Leertaste. So.
Okay, dann hast du es nicht geändert. Aber hast du zwischendurch mal woanders drauf gelegt? Ja, aber das war auf Bremsen. Bremsen kann ich wieder. Das freut mich. Schotter biegt ab in die Box. Korthals wäre jetzt eine direkte Überrundung. Dann hallo. Ich glaube, ich habe es gar nicht belegt, weil... Zieh doch nicht rein, Korthals. Aber er sagt mir immer wieder in dieser Runde an die Box, also eigentlich. Ja, das ja aber ist du musst ja nochmal bestätigen. Bestätigen ist eine andere Taste. Das ist nur anfordern, was du da machst. Also die ist schon mal belegt. Das war der Retourgang. Aber, Malvo, kannst du nicht das bestätigen mit, vielleicht mit Enter auf der Tastatur? Ja, ich probiere alles durch, aber es geht nichts. Also Enter ging auch nicht? Nee. Dann ist er nachher wahrscheinlich also ganz rausgefallen. Ja, genau. Und dann hat er keine Taste mehr dafür. Aber ist doch scheiße. Was ist das scheiße? Da warst du P5 mindestens gewesen. Ja, mal ein guter Fight mit Kenny. Obwohl ich mir noch nicht sicher bin, ob ich auf P3 bleibe, weil ich glaube, der Kenny wird mich noch zu Rennende holen. Weil ich habe früh die Reife gewechselt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ist das weggewichst, Valve, oder bist du einfach von der Strecke abgekommen? Von der Strecke abgekommen, weil ich links lenke und rechts versuche, alles durchzublicken. Andy Prio auf der 18, das ist aber auch bitter für dich. Weißt du, was war das gerade? Der von 5 gestartet ist. Nächster ist Horvath zur Überrundung, also für Nesquik gibt's leider nichts. Thompson auf der 10. Auch keine Bombe. Was ist die TV-Perspektive? Ach du Scheiße, Valvo fährt jetzt irgendwann gegen die Wand, weil er die. Ah, ist Valvo schon. Damit. Sorry, Valvo, jetzt muss ich dich überrunden. Oh je, Valvo. Vorhin noch im Positionsfight gewesen. Nein, jetzt schalte ich alle anderen durch. Was machst du denn da gerade? Er testet aus, ob er die bestätigte Taste noch findet, dass er wenigstens Rennen beenden kann. Das war die falsche Taste. Also Plus und Minus auf dem Numblock, weil wo sind durchschalte. Der Fahrer. Oh shit, ich seh's gerade. Danke. Das habe ich nicht vorher. Aber das ist Standardeinstellung. Das ist vielleicht eine Tastenkombination. Ich vermute, du hast keine Taste dafür, du wirst wahrscheinlich. Alt F4 oder STRG alt entfernen zweimal. Ja. Ist vielleicht noch auf meinem zweiten Pad drin? Warte, ich kann das zweite Pad hier nochmal anstecken. Ja, super. Das wird der aber nicht erkennen. Wir wollen gerade sagen. Auch nicht. Ja, sehr schön. Brauchst du für das Pad jetzt eine extra Software, eine neue? Nee. Okay. Ein bisschen mehr als 6 Sekunden bin ich noch hinterm Beißer. Ich versuche aufzuholen. Du wirst mich auch, glaube ich, früher oder später kriegen. Ich sehe das schon kommen. Warst du beide drin? Ja, der Kenny hat nochmal drin und ich glaube, der hat auch günstige Zeitpunkt erwischt, weil der nämlich direkt nach mir war. Ich habe eigentlich den Boxenstopp, ich wäre gern noch ein bisschen länger gefahren, ich habe den wegen euch vorgezogen. Albo, ich bin hinter dir. Um auf euch zu reagieren. Und jetzt stecke ich hinter dem Nesquik-Kollege vom Valvo fest, muss schnell vorbei. Das ist jetzt die gerade meine Chance, aber die lupfe doch hier komisch. Ne, er hier nicht. Ja, okay. Ja, danke, Horvath, Arschloch. Was bremst denn du so bescheuert vor mir? Oh, Michi geht weit. Michi geht sehr, sehr weit. Ja, der hat da gebremst vor mir. Dummes Arsch. Ja, damit sind meine letzten Träume des Podestes leider dahin. Danke, Henrik Horvath, Penner. Das schaltet sich sein Mikro wieder ab. Na warte, ich den Finger krieg, der darf eine Karussellfahrt umsonst noch machen. Die hat er jetzt gebucht. Bei Beislers Karussellservice. Hongkong.
Jeder hat die schon mal erlebt. Sogar der Lewis Hamilton hat die schon mal F1-Spiel erlebt. Geht das Mikrofon schon wieder nicht? Hallo! Ich hab's Gefühl, dass mir das Headset noch abschmiert. Das wäre aber scheiße, weil ich brauche das dann noch am Wochenende für das SCM. Sonst muss ich das an der Mikrofon nehmen wieder und dann muss ich den Sound aus der Box abspielen. Hier, es wird los, hier wackelt die Wand. Nee, es ist eh keiner daheim. Meine Nachbarn eben draußen Strom abgestellt. Okay. Das darf ich eigentlich gar nicht wissen. Ups. Wenn die das jetzt hören? Ich hab ihm den Strom abgestellt. Könnte nicht, ich hab noch keinen Strom. Ja, ich hab... Rojode und Larini, was fahren die denn hier? Ich hab die Jahresablesung gemacht von unserem Stromzähler und da hab ich gesehen, dass nebendran dem eine haben sie Sicherungen rausgemacht und oben stand ein Zettel, Stromzähler gesperrt. Boah, schon, der ist erstmal in Larini drin gefallen. Ich auch noch über die Wiese. So, Hendrik Horvath. Willst du jetzt mich vorbeilassen oder gibt's gleich Karussell für dich? Wie gesagt, ist einmal umsonst für dich, ne? So. Okay, hast du es aber noch anders überlegt? Ich hätte es dir gerne umsonst gegeben. Hätte ich gerne umsonst gemacht, aber so. So, ne? So kostet extra. Mit Mund kostet extra. Ohne Gummi kostet auch extra. Genau, genau. Ja, da kennt jemand die Preise. Da kennt jemand die Preise. Ich habe gar keine Preise genannt. Gute Preise, gute Besserung. Gute Preise. Ist auch was für Zwilling. Ne, ich probiere alles durch ohne Erfolg. Mal gucken, ob ich noch aufholen kann, ob ich noch eine Chance hab. Kenny abzufangen, aber eigentlich nur, wenn der rausrutscht. Sonst eigentlich nimmer. So. Oh shit, das war Chatten? Das war der Chat, was? VVC, VC. Da steht der Valvo. Ah, ja, okay. So, Ragoni, Platz da. Ich kämpfe noch ums Podest. Macht Platz. Macht Platz. Sonst helfe ich euch nach Platz zu machen. Und das auch noch umsonst. Ja, Smetski. Ja, Smetski, natürlich. Bremst doch einfach, du blödes Arschloch. Jockel, zweiter. Ja. So, ich glaube, damit sollte ich mich drauf konzentrieren, den vierten Platz jetzt heimzubringen. Was ist denn hier los? Hallo Bello! Hallo! Da ist ganz schön eine runde Kurve, Gruppe hier. Runde Kurve, Gruppe. So, Rangoni. Mit dir hatten wir, mit mir hattest du ja keine Probleme. Wir haben uns ja gut verstanden gerade. Bleibt doch so. Ich meine, du bist Italiener, was willst du? Du bist eh nicht bei der WM dabei, also. So, Smetski. Mit dir bin ich noch nicht fertig hier. So, Smetski, einmal Karussell umsonst. War aber leider nur ein Halbdreher, der hat sich ja nicht mal richtig gedreht. Das war lasch, das konnte man früher auch mal besser. Joko, du bist vorm Jake, oder? Hinterm Jake. Oh Gott! Jake, Joker, Kenny. Nee, ich mein, da jetzt auf der Strecke, oder? Nee, er fährt ein ganzes Stück noch davor. So. Ach so, der Jake überrundet schon den Zweitplatzierte. Nee, das werde ich nicht schaffen. Jetzt gerade auf Start und Ziel, oder? Hernandez, als Vierter gestartet. Erste Kurve. Was? Ist gut. Ich bin gerade in der langgezogenen. Hernandez auch wieder als Vierter gestartet und 13. Irgendwer war gerade an der Box, also die KI scheint wieder reinzugehen. Ein zweites Mal.
Gut, davon kann ich nicht profitieren. Vor mir sind nur noch drei menschliche Spieler. Joe. Ich habe ein Loch und die anderen Reifen sind auf 16,5%. Oh, scheiße. Und keine Taste für das Bestätigen. Ja. Reib sie noch mehr rein. Das Dilemma von Valvo geht weiter. Oh, scheiße. Oh, hallo, Kenny. Oh, Kenny macht einen Fehler, aber leider schon 20 Sekunden weg von mir. Hab ich dich verwirrt? Nee. Ich hab nur... Ich bin nicht für die Kurve gebremst. Oh, okay. Dachte schon, ich hab dich verwirrt, weil ich da draußen rumgekuft bin. Nee. Ich geh immer auf den Körb an, die bremst. Oh, scheiße. Ich glaub, Jake hat auch noch Chancen, mich zu überrunden. Beißler, du bist hinter mir, oder? Erste Kurve gerade? Du bist davor. Müsste. Vierter bin ich. Aber ich fahre jetzt in die erste Kurve. Ena ist noch zu stehst du Jake. Irgendwo, wo ich jetzt reinknallen könnte? Nee, ich war irgendwo da draußen. Ah, da irgendwo, da sehe ich Valvo, der fährt da irgendwo im Kies rum. Hallo Michi. Er fährt die weite Linie. Bist du vorbei? Ja. Aber sehr weite fährt er da. Ah, hier. Dürft's nicht vorbei, dürfte mich nicht belästigen hier. Fahr, schieß die ab. Sonst schicke ich sie ins Karussell. Ich habe gar kein Problem damit. Ronny Schinde wäre der nächste Kandidat. In der Kategorie. Hat sich von mir weggebödert vorher. Einmal Karussell umsonst. Und Smetzke habe ich weggebödert. Ja, danke. Hat er sich jetzt wenigstens mal gedreht, weil ich habe es leider nicht geschafft vorhin. Ja, jetzt ist er mir gerade noch mal reingefahren. Ja, der Smetzki, der hat's verdient. Torwart, hey Bro. So, Horti Schiri. Ist gerade in die Karre gefahren? Noch nicht sehr nett, Bro. Oh, scheiße. Und da verpasse ich, dass da eine Kurve ist. Das war aber wieder die Hupelkurve da oben. Hab ich total vergessen jetzt. Die Hupkurve. Mal kurze Lichthupe. Aber ich bin mit dem Rennen sehr zufrieden. Mehr wie P4 geht nicht. Tschüss, Metzki. Ja, sehr schön. Danke. Strike, würde ich mal sagen. Der hat ist jetzt... Ist die Start- und Ziel gerade schief? Was ist da? Ski auf der Start- und Zielgerade? Wer hat fährt Ski auf der Start- und Ziel? Hat die Gefälle? Die fällt ein bisschen ab. Leicht, ja. Ne? Ich dachte gerade schon, jetzt ist mein Gedächtnis komplett im Eimer. Joko, wo bist du gerade? Ich bin im letzten Sektor. Kommst du jetzt auf die letzte Kurve? Nee, bin ich noch nicht. Smetzki! Wix ihn raus, die dumme Sau! Mach ihm's Karussell! Ich komm jetzt gleich auf die letzte Kurve. Ja, okay. Sektor 3 dürfte Valvo sein. Da ist der Jockel. Der jetzt außen alle durchlässt einmal. Da komme ich. Hallo Valvo. Hallo Mama. Also ich persönlich kann mit dem Rennen sehr zufrieden sein. Also das war klar, dass ich das Podest nicht halten kann. Aber immerhin wieder P4. Das ist dann auch schon der... Ah ne, Österreich war kein P4, es war P5. Nein, jetzt nicht noch ein Krampf. Das wäre jetzt... Krampf mich, komm wieder. Nein, scheiße. Wie lange geht das Rennen noch? 8 Minuten, scheiße. Ja, aber das ist nicht eingeschlafen. Fahren wir mal so rum. Das ist wie die 5-Minuten-Theorie, nicht die 8 Minuten, scheiße. Ich glaube, der hat einen Krampf. Ja, die 8 Minuten, die 5 Minuten Arena könnte ich nachher auch noch fressen. Meine Uhr blinkt auch schon den ganzen Tag. Und Kenny hole ich auch nicht mehr, aber ich fahre das jetzt hier locker heim. Guck, dass die Reifen nicht so arg kaputt gehen hier. Wie viel Abstand ist zwischen dir, Kenny, und Joker? 50 Sekunden, 52. Boah, okay. 53, und zwischen mir und Kenny sind es 33. Okay. Klingt nach einem langweiligen Rennen für euch da. Ja, also ja, jetzt hat sich's eingependelt. Knapp 10 Runden. War das hier eigentlich doch recht. Also der Fight mit dir
Joker mit dir, Kenny, der hat mir Spaß gemacht. Vor allem ging der sehr fair über die Bühne von allen. Ja. Also das hätte ich von mir jetzt nicht gedacht, weil ich hatte schon ein bisschen Schiss, ob das dann nachher gut geht. Und zeigt sie auch wieder von ihrer langweiligen Seite? Ja, da vorne wäre noch einer fürs Karussell, aber irgendwie komme ich nicht an ihn ran. Komm, Ronny. Larini ist vorhin mal in der ersten Kurve stehen geblieben und Jordan ist ihn hochgefahren, aber ansonsten... Komm, Shorty. Shorty Chenet. Willst du mal Karussell? Hockenheim könnte sich das ändern. Wenn wir dann in Hockenheim. Ja. Das wäre das nächste Rennen planmäßig. Ob es dann zu sehen sein wird, werden wir sehen, wenn es Rennen klappt. Könnte auch noch eine andere Strecke kommen unter Umständen. Aber man soll es nicht ausschließen, ja. Nee, man schließt es so beschissen aus. Mit dem Boxenstopp-Menü. Aber muss es mal erwähnt haben, Jake, dass es so sein könnte. Ja, ja. Dass wir kurzfristig was ändern müssen, leider. Jetzt hat Jake rausgewichst. Jake? Noch da? Der Führungstabelle stehst du noch eingetragen. Jetzt habe ich 37,5 Rückstand auf Kenny und 37,5 Vorsprung auf den fünften. Das wird sagen, ich nehme da mal Leute auf die Zuschauer rängen. Das kann ich. Das schon nur 5 Minuten vor Schluss, kann man ja mal machen. 1 Minute 40 Vorsprung, kann man das mal machen. Kenny, wo bist du? Na, ich näher mich jetzt hier gerade. Fährst du nur noch auf dem Felge oder was? Ja. Mein Hinterreifen hat doch 35% der Rechte. Die anderen und sind du alle bist noch nicht disqualifiziert? Wahrscheinlich wirst du erst nach dem Rennen disqualifiziert, oder? Nee, ja. Nächste Runde, glaube ich. Ach ja, du hast einen Rückstand, oder? Ja. Bin gerade in der 23. Runde. Ah ja, letzte Möglichkeit zur Box. Ich war mir auch gerade am Wundern, das Fenster so längst zu. Ja, aber nicht für Valvo. Noch eine Runde, die richtige Dingens zu finden. Oh, Toms! Valvo könnte gleich einen Roland Asch machen. Roland Asch! Als disqualifiziert so ein bisschen richtig gefahren, alles wegbumsen. Hat er gemacht, oder was? 99 ja, alles, haben wir auch gekriegt. Mal, das war 96, glaube ich, oder ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das war 96 gewesen, zwischen Alsen und Abt. 99. Er war 99, okay, er war längst qualifiziert und hat dann Abt von der Strecke gehobelt. Alter, du bist hier irgendwo, oder? In dem Sektor? Ich bin jetzt... Ich bin jetzt da. Das war halt, also vorher hat, glaube ich, der Nissen den Alsen behindert und dann hat der Asch dafür als längstes Qualifizierter den Abt von der Strecke gehauen, in der letzten Kurve. Genau, da war Uwe Alsen kurzzeitig Meister und hinterher wurde dann, glaube ich, die letzte Runde nicht gezählt, sondern die vorletzte und somit war Christian Abt Meister. Das war der Super Tourenwagen Cup 99, das Finale. Und da hatte Roland Asch immer gesagt, er hat von der schwarzen Flagge nichts gewusst. Der Valvo, ich fahre jetzt vorbei, Achtung. Okay. So. Er hat immer beteuert, dass er nicht gewusst hat, dass er disqualifiziert war und irgendwie das war... War ganz komische Geschichte. Am Ende war halt der Christian Abtmeister. Aber es war sein einzigster Titel. Danach hat er ja nie wieder was geholt. Ja, der Abt ist so ein Arschloch. Hat der Alsten verdient er gehabt. Der Abt hat auch in der... Eben danach kam ja die DTM 2000. Und da hat der Alsten... Da hat er nichts gerissen, außer andere Autos. Ja, und dumme Klappe. Dumme Klappe hat er auch noch gehabt. Entschuldigung. Oder Jake. Dumme Klappe hat er als auch noch gehabt. Dumme Sprüche konnte auch aus. Na, das war doch nichts mehr mit Überrunden von Jake. Nein, war das sogar nicht gedreht hat? Vorher nicht nach den drei Brummkreisen da vorhin. Ich überlege gerade, wenn ich mich jetzt noch ein paar Mal überrunden lasse, bis die Zeit zu Ende ist, werde ich dann nicht disqualifiziert? Doch, hab ich keinen Stopp gemacht. Meinst du, weil du immer noch ein Boxenstopp-Fenster bist? Ja, genau. Ja, aber du musst ja den Stopp trotzdem machen. Genie geht nochmal in die Box vor mir auf der Jute. Sag mal, Jake, der Christian Abt, Jake, ist doch der Bruder von dem Hans-Jürgen, oder? Na, das war's da für mich. Tschüss. Bist du jetzt DSQ? Gleich. Bist du eine Kuh? Hat er mich in die Frage.
Aber ich muss sagen, Jack, der Daniel abfährt genauso einen Scheiß zusammen als. Ich finde den auch nicht so berauschend. Der fährt Formel E, oder? Ja. Aber ich finde, dass der auch nicht Scheiße. So besonders toll ist. Hat eine Riesenscheiße. So. Optionsmenü. Bist jetzt raus. Och, mein. Ah, Gott sei Dank habe ich so einen Vorsprung. Wo ist denn jetzt hier die Knopftaste so? Wo sind die Knopftaste? Ja, das kam schon wieder, diese scheiß Automatik-Ausschaltemeldung. Scheiße. Der Einschlafe-Timer wieder. Aber Gott sei Dank habe ich genug Vorsprung, mal kurz anzuhalten und schnell auf OK zu drücken bei der Fernbedienung. Nö. Dass okay. die Scheißmeldung auch immer in den Rennen kommt, kann es nicht mal davor oder danach kommen, dass man besser reagieren kann. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt im Kampf um Platz 5 und jetzt den 5. Platz verloren. Joker, du fährst vorbei. Ja, danke. Ja, hat dich nicht belegt, geil. Das ist wahrscheinlich auch rausgeschmettert durch das Ganze. Mhm. Beleg dir jetzt erstmal alles in Ruhe, Valvo. Ein Brötchen. Vielleicht auch. Ein Schwanz. Der Roland. Ich hoffe mal, es reichen meine 5,5 Liter noch ein. Der Roland Arsch. Jake, wo bist du gerade? Vorletzte Kurve, aber ich fahre ein bisschen langsamer, ich mache keine Runde mehr. Okay. Okay. Und ob das funktioniert? Ah, ich muss eh noch eine fahren, okay? Mir bringt's egal. Also wenn das klappt, Jack, wäre das jetzt meine letzte Runde. Ja, ja, das klappt schon. Mit dem Vorsprung Valvo ist er da. Und jetzt ist es echt. Am Osterbuchs. Ja, final lap. Sind doch 29 Runde geworden dann, fast 30. Glückwunsch, Jake. Glückwunsch. Glückwunsch, Jake. Glückwunsch an alle. Joker da auch durch? Ne, im Fahrrad noch. Müller fährt. Dann Saf. Tja. Und Thompson auf dem 8. Platz. Ja, Montero. Ne, Joker fährt noch vor mir knapp. Also der muss nur eine halbe Runde absolvieren. Also Beißler, für dich vielleicht nicht von für dich vielleicht von Interesse ist, dass Larini gar nicht mit den Punkten fährt. Ne, der ist vorhin auch zweimal in die Box gefahren. Das heißt, ja. So gesehen hole ich diese 9 Punkte jetzt dann doch noch im Schnellverfahren auf. Es steht dann 40-7. Oh, Kenny, oh Gott. Oh nein, mein Auto ist aus. Oh, bitte, Gott sei Dank. Aber du müsstest doch schon drüber sein. Ja, Kenny steht auf der Linie. Kenny steht auf der Alter. Linie. Alter. Bist du jetzt hier? Gewertet oder noch nicht? Kenny. Ich weiß es nicht, ob ich gewertet werde. Also, ja, Zeit, weiß, das also Zeit wird vor... Ich doch mal ein Stück weiter, wenn du gleich daher kommst. Also Zeit wird keine mehr angezeigt, die ich auf dich aufhole könnte. Ich vermute, du bist tatsächlich... Kenny ist auch... Glaube ich, du, aber sonst muss Joker ihn halt schieben. Nein, lass bloß, ey, nicht, dass du ihn auch noch kaputt machst, ey. Oh Gott, du stehst doch so, der fliegt doch drüber bei dem Schwung. Der fliegt doch drüber. Links steht da Joker. Wo ich steht er? Vielleicht sehen, schieb ich. Ey. Wo oh. steht er? Dann kann ich ihn auf die dritte noch vorschieben. Hey. Wo steht da der Kenny? Hey. Kenny steht mal weg! Mal, warte mal, Kenny steht. Mach er weg! Jetzt müssen wir mal. Oder so. Ich glaube, jetzt müsste er definitiv Dritter sein. Drüber, jetzt müsste eigentlich. Achso, er steht nicht drauf, weil er überrundet ist. Das Rennen ist aus. Damage is is not repairable. Ja, gut, ich war ja, eben. Ja, aber ich bin Dritter, ja. Ich glaube, dass mein Auto kaputt ist. Ah ja, es rollt nur noch der Berg runter, aber das ist egal. Die haben es nicht so weit zum wieder reinschieben. Ah ne, es fährt noch. Motorhaube weg. Vor dem Joker. Den Kenny auf der 3, den Beißler auf der 4, den Müller auf der 5, der Huff auf Platz 6, Alamini landet auf der 7 und James Thompson holt sich den letzten Punkt. Auf Platz 8 liegend. DNF haben Rangoni, haben Larini, haben Devilotta, haben Lifov und Valvo als Disqualifizierter auf dem letzten Platz leider. Das ist aber auch mies gelaufen mit der Taste. Also sehr, blöder kann es nicht mehr gehen.
Ich habe das auch schon mal erlebt in einem STM-Rennen. Das war peinlich. Ging aber um einen Sieg. Und eine schöne Rage gab's da. Auf jeden Fall Glückwunsch an alle Beteiligten, die jo. Zumindest die Ergebnisse sind. Also das hätte ich jetzt gerne mal gesehen. Ich bin ja da volle Kanne noch. Du stand vorm Zielstrich, bin auch voll reingebügelt in dich. Ich habe das aber leider, die Kamera war so scheiße, die TV-Kamera. Ich, also sehe. Ich bin ja auch in Kennerin, aber... Ja, da ist aber nichts passiert irgendwie. Er war dann eigentlich weg bei mir, sag ich, schwupps. Ja, da ist er gerade in die Box gekommen. Aber dann er vor mir stand er jetzt gerade. Nee, der stand ja dann noch da, als Beißler kam. Und ich bin dann reingebügelt, um ihm... Der letzte, bei mir war es auch so, wie der Joke gesagt Platz. Ja, in Joke ist durchgefahren, aber dann war Kenny wieder da. In dem Moment war ich minimiert, vielleicht deswegen. Ja, vielleicht. Aber wieso ist dein Auto ausgegangen, Kenny? Was ist da passiert? Ich bin beim Überstart- und Zielfahren bin ich rechts in die Mauer geknüppelt. Und irgendwo hat da was vorgeguckt, was mich dann tatsächlich gefetzt hat, ey. Guck, guck. Dann ja. Übrigens hast du 36 Punkte, weißt du nicht, 37, aber trotzdem deutlich näher rangekommen an Larini, 40 zu 36 steht's. Übrigens sind ja nur noch 4 Punkte und die muss man jetzt in 3 Rennen noch holen. Sollte noch möglich sein, formal jetzt noch Strecke komme, die mir liege. Brünn. Hoffentlich Hockenheim. Wird jetzt vielleicht der Hockenheim-Ring, die 99er Variante, wir werden es mal hat... probieren. Entschuldigung. BMW hat gut aufgeholt. Im Vergleich zu Chevy. Oder aufgeholt, ist weiter davon gezogen. Jokerle dürfte mich jetzt auch wieder geholt haben, ne? Jokerle war schon vorne. Also ich bin happy. Liegt jetzt mit 4 Punkten vor. Nein, du Ficker. Ich meine, ganz ehrlich, muss man ja sagen, muss ganz ehrlich sagen, aus Podest hätte ich gegen euch sowieso nicht halten können. Irgendwann hättet ihr mich eh überholt. Und wenn der Boxenstopp vom Kenny nicht der erste schiefgegangen wäre, wäre er schon da vorbei gewesen. Aber starkes Rennen, Michi. Und ja, alle gut, anderen. Von Startplatz 2 war das ja fast eine Pflichtaufgabe, irgendwelche Punkte mitzunehmen. Trotzdem, für dich ist also bei der Strecke. Das soll jetzt definitiv nicht negativ sein, ja, das soll jetzt nicht negativ rüberkommen. Für dich ist es einfach eine Leistung. Du hältst halt doch ganz gut mit. Davon bin ich am Anfang der Saison definitiv nicht ausgegangen. Das sage ich immer wieder und das werde ich auch am Ende der Saison nochmal sagen. Das ist ja einfach so. Du überraschst tatsächlich. Aber ich bin nicht euer Niveau. Definitiv nicht. Aber dafür bin ich zufrieden. Wir lecken dann jetzt weiter rum ohne Aufnahme. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich dann euch bei euch fürs Zugucken und bei euch fürs Mitfahren. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Entweder Hockenheim. Wenn ihr Hockenheim natürlich nicht seht, haben wir eine andere Strecke, klar. Welches ich schon sehe. Genau. Das wissen wir natürlich selber nicht. Last Man Standing. Die Regenbogenstrecke von Mario Kart. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Team Racing. Und auf Wiedersehen. Ciao.